Für Bayern ein besonderer Tag, das erste nationale Naturmonument innerhalb Deutschlands. Da ist es natürlich ein Tag zum Feiern, auch für den Umweltminister. Wenn wir hinter uns sehen, den Räuberfels oder die steinerne Jungfrau, dann zeigt es den Durchbruch als Besonderheit. Ein Hotspot der Biodiversität, Sagen umwogen, Leben hier am Fluss mit dem Kloster Weltenburg. Was gibt es Schöneres? Und diese Schönheit, diese Besonderheit, die König Ludwig schon 1840 erkannt hat und das eins der ersten Naturschutzgebiete in Bayern ausgerufen hat, führen wir heute weiter zum Nationalen Naturmonument. Das ist ein Tag für den Naturschutz und aber auch für die Schönheit Bayerns. Ja, das ist schon ein einzigartiger Tag heute. Das ist das fünfte Naturmonument in ganz Deutschland und eine neue Möglichkeit, die es seit einigen Jahren gibt, aus dem Bundesnaturschutzgesetz, die besonders hochsensible ökologische, aber auch kulturelle Gebiete zu einem solchen Naturmonument erklärt.